eine Million Elektroautos bis 2020. Von diesem Ziel ist man in Deutschland noch weit entfernt. Jetzt investieren die deutschen Hersteller Milliarden. Ich glaube an weiterentwickelte Batterien, die eines Tages vielleicht 1000 Kilometer Reichweite darstellen können. Die Bundesregierung erhöht den Druck auf die Autobauer. Und US-Pionier Tesla macht die Schlagzeilen. Auch die 4000 Euro Kaufprämie wollen bisher nicht viele. Eine reine Kaufprämie alleine wird es nicht tun. Ein Elektroauto ist abgasfrei. Der Strom, mit dem es fährt, meistens nicht. Und damit ist eben auch die Klimabilanz eines Elektrofahrzeugs nicht unbedingt umweltfreundlich. Frank Rinderknecht, Ingenieur und Autovisionär aus der Schweiz. Er hat schon viele Prototypen konstruiert, auch Elektrofahrzeuge. Dabei so verrückte Modelle wie den Scuba. Die Inspiration und Vision beim Scuba kam von James Bond, der Spion, der mich liebte. Dann der iChange als Thema der Aerodynamik. Wenn ich mehr Reichweite brauche für meinen zweisitzigen Elektroflitzer, dann kommt hinten ein Range Extender dran oder auch für mehr Waren gibt es einen großen Anhänger. Und zu meiner Rechten der Presto, ein knuffliges Stadtauto, zweisitzig, brauche ich am Wochenende vielleicht mehr Platz, fährt das ganze Auto um 75 cm auseinander. Mit den ungewöhnlichen Modellen möchte er Emotionen ansprechen und damit auch die Elektromobilität fördern. Normale Autos, sagt er, will niemand kaufen. Man muss sehen, dass sie etwas Besonderes sind. Wenn ich neue Technologie verwende, so auch Elektromobilität, dann will ich von der Umwelt wahrgenommen werden, ich will gelobt werden. Und bei einer B-Klasse oder bei einem E-Golf sieht man die Differenz zu seinen Brüdern mit Verbrennungsmotor nicht. Der B-Klasse Mercedes, der VW Golf oder der VW e-Up, der Audi e-tron oder der Elektrosmart. Das Gefühl des elektrischen Fahrens, viele kennen es nicht. Zu wenig hat die deutsche Autoindustrie bisher getan. Nur BMW ging mit dem i3 neue Wege. Die Autokonzerne hätten das Ziel der Bundesregierung, den CO2-Ausstoß auch im Verkehrssektor zu reduzieren, offenbar am liebsten ignoriert. Inzwischen haben sie erkannt, dass es ein Weiter-so nicht mehr geben kann. Sie investieren nun Milliarden, um neue Elektroautos zu bauen. Vielleicht auch angetrieben vom Vorreiterunternehmen Tesla, das schon vor Jahren ein Modell mit 400 Kilometern Reichweite angeboten hat. Für das neue Modell 3 standen weltweit Hunderttausende vor den Tesla-Läden Schlange, wie hier in Hamburg. Jetzt überschlagen sich die deutschen Autobauer mit Ankündigungen. VW schreibt: Unser Ziel ist, das Elektroauto zum Weltbestseller zu machen. Und Audi meint dazu: Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir 3 Elektroautos im Programm haben. Bei BMW bleibt es nicht nur beim i3. BMW plant in den kommenden Jahren weitere E-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Auch Daimler hat große Pläne. Schritt für Schritt werden wir alle Mercedes-Benz-Pkw-Baureihen elektrifizieren und neue werden hinzukommen. Und Opel möchte einen Volkselektrowagen. Wir bringen ein 100%ig alltagsfähiges Elektroauto auf den Markt. In Paris stellt Opel seinen neuen Ampera E vor. Der erste deutsche Elektrowagen mit 500 Kilometern Reichweite. Nächstes Frühjahr soll er zu kaufen sein. Die schöne neue Welt der Automobilindustrie. Sie ist also im Idealfall elektrisch. Die Autohersteller präsentieren bereits viel von der Zukunft, wie hier auf dem Pariser Autosalon.
Doch das Fahren mit Strom bedeutet noch lange nicht, umweltfreundlich unterwegs zu sein. Hinrich Helms geht zu Fuß zur Arbeit. Er ist Wissenschaftler am Heidelberger IFOI, dem Institut für Energie- und Umweltforschung. Wenn er weitere Strecken zurücklegen muss, nutzt er ein E-Auto, ein Carsharing-Angebot. Wie umweltfreundlich ist das E-Auto? Eine Frage, mit der sich Hinrich Helms schon seit Jahren beschäftigt. Solche Autos fahren sehr effizient. Doch für den Klimaschutz reicht das noch nicht. Dies hat das IFOI in seinem Forschungsprojekt festgestellt. Die Umweltbilanz ist ernüchternd. Bei den Klimaauswirkungen ist ein Elektrofahrzeug heute etwa gleichauf mit einem sehr sparsamen Diesel, also weit weg von Null-Emissionen. Per se umweltfreundlich ist es sicherlich nicht. Das hängt ganz stark davon ab, welchen Strom Sie das Auto zum Laden verwenden. In Deutschland haben wir heute eben noch deutlich über 40% Kohlestrom. Und damit ist eben auch die Klimabilanz eines Elektrofahrzeugs nicht unbedingt umweltfreundlich. Derzeit werden in Deutschland erst knapp 30% des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt. Für ein Elektroauto mit durchschnittlichem Verbrauch und 15.000 Kilometern Laufleistung im Jahr werden rund 3 Quadratmeter Photovoltaikfläche benötigt. Doch immerhin, der Anteil an erneuerbarer Energie steigt. Wir haben die Energiewende, die schreitet immer weiter voran. Wir kriegen immer höhere Anteile erneuerbarer Energien im Strommix. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass in der Zukunft, in 10 bis 15 Jahren, dann auch die Umweltbilanz, die Klimabilanz des Elektrofahrzeugs deutlich besser sein wird als bei konventionellen Verbrennungsfahrzeugen. Nächster Umweltaspekt, die Produktion. Wie viel Rohstoffe verbraucht ein Elektroauto? Ein solches Fahrzeug hat einen oder mehrere Elektromotoren und jede Menge Batterien. Dazu braucht man Kupfer, Nickel, Kobalt, Lithium, auch seltene Erden und viele andere Rohstoffe. Das Problem sind die Mengen. Angenommen, 10 Millionen Fahrzeuge würden produziert. Dafür wären unter anderem notwendig 43% der Weltjahresförderung an Nickel. 383%, also fast das Vierfache der heutigen Jahresproduktion Lithium. Und 35% der Jahresproduktion an Kobalt. Und das, wie gesagt, bei nur 10 Millionen Elektroautos. In Deutschland sind aber 45 Millionen Fahrzeuge unterwegs. Solange die Nachfrage nicht explosionsartig steigt, halten Experten das Rohstoffproblem für lösbar. Hier bietet sich sicherlich das Recycling an. Das wird sicherlich in Zukunft sehr viel wichtiger werden, Materialien im Kreislauf zu führen, sie hier in Deutschland oder Europa zu halten und immer wieder neu einsetzen zu können in den Fahrzeugen. Doch dass sich von heute auf morgen jeder ein E-Auto kauft, damit rechnet noch nicht einmal Michael Valentin Obschat. Der Münchner ist ein absoluter Befürworter der Elektromobilität. Von Beruf Ingenieur hat er 10 Jahre bei BMW gearbeitet. Heute berät Obschat führende Automobilhersteller bei der Ausgestaltung der Technologiewende. Er ist gerade unterwegs zu einer Lesung, denn er hat einen Roman geschrieben. Es geht um Elektromobilität und die Automobilindustrie. Eine brisante Geschichte. Zu brisant für ein reines Sachbuch. Naja, wir wollten die Energiewende im Straßenverkehr endlich in Schwung bringen. Und da war die Frage, wie bringen wir die Leute einfach zu motiviert, dieses mit uns voranzutreiben, und dachten erst an ein Sachbuch, sind aber dann auf die Idee gekommen, was lesen die Leute viel lieber, ein Roman oder Thriller. In seinem Buch vertritt Urbschat die These, dass man im Verkehrssektor ganz einfach 25% CO2 einsparen kann. Dazu müsste nur jeder Zweitwagen in Deutschland durch ein Elektroauto ersetzt werden. Durchgespielt hat er das am Beispiel München. Es gibt tatsächlich in München selber 150.000 Haushalte, so wie Sie sie hier gerade sehen, die 2 Autos vor der Tür haben und mindestens eine Garage oder einen Stellplatz und den oft mit Stromanschluss. Das heißt, wenn diese 150.000 in München und nochmal 150.000 außerhalb von München umstellen würden, ihre Zweitwagen auf Elektro, dann hätten wir eigentlich für die nächsten 15 Jahre alle unsere CO2-Ziele problemlos erfüllt.
Urbstadt fährt noch einen BMW i3 der ersten Generation. Die Entwicklung geht weiter. Für sein Modell gibt es jetzt bessere Batterien. 300 Kilometer Reichweite sollen so möglich sein. Nahezu eine Verdopplung. Die Batterie ist also ein Schlüsselelement. Das Forschungszentrum MEET in Münster. Hier arbeitet ein internationales Team von 150 Wissenschaftlern an innovativen elektrochemischen Energiespeichern. Das Ziel der Forschung? Noch leistungsfähigere Batteriezellen. Sie sind das Herz einer jeden Batterie. Die Zellen sollen lange halten und preisgünstiger werden. Die Batterieforschung wird geleitet von Professor Martin Winter. Er hat rasante Entwicklungen erlebt. Im Jahr 2005 wurde festgestellt, dass wir da einen großen Nachholbedarf haben. Und von der Aufholaktion, die damals initiiert wurde, profitieren wir noch heute. Wir können sagen, dass wir seitdem international konkurrenzfähig sind und mit in der ersten Liga spielen. Forschung spitze. Aber wenn es in die Praxis geht, sprich Batteriezellenproduktion, da hat Deutschland mittlerweile nicht mehr viel aufzuweisen. Derzeit sind alle großen Produzenten von Elektroautos abhängig von Zellproduktion, die in Fernasien ist, also in Korea, in Japan, neuerdings auch in China. Letztendlich ist es so, ein Monopol in einer bestimmten Technologie ist immer ungünstig für den, der von diesem Monopol einseitig abhängig ist. Und das sind derzeit die deutschen Automobilfirmen. Ohne die wertvollen Energiespeicher geht es nicht. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, führt offenbar kein Weg an Panasonic, Samsung und Co. vorbei. Ihre Kampfpreise beherrschen den Batteriezellenmarkt. Die Schlüsseltechnologie des Batterieantriebs, das ist das Thema Batteriezellen. Ich denke mir, dass in Zukunft dieses Thema stark an Brisanz gewinnt. Insbesondere, wenn es nachher darum geht, wo werden zukünftige Elektroautofabriken aufgebaut. Viele Milliarden müssten die deutschen Autokonzerne in die Hand nehmen, um eigene Batteriefabriken zu bauen. Doch es ist ein Eiertanz, der bisher über Absichtserklärungen der Konzernchefs nicht hinausgeht. Dabei verspricht die Batteriezellenforschung nach den Riesenfortschritten der vergangenen 10 Jahre im nächsten Jahrzehnt weitere Meilensteine. Bei den Ladezeiten, aber auch beim Thema Reichweite und Kosten. Bei den beiden Themen Reichweite und Kosten der Batterie habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass wir es innerhalb der nächsten 10 Jahre gut in den Griff bekommen. Also 2025 glaube ich, dass wir 500 Kilometer Reichweite haben und auch die Kosten auf unter 100 Euro pro Kilowattstunde, also sagen wir mal, rund 100 Euro, vielleicht sogar weniger, auf Zelllevel hinbekommen werden. Da bin ich sehr optimistisch. Bei diesem Elektroauto ist der Speicher in nur 3 Minuten wieder voll einsatzbereit. Möglich macht das die Energiequelle Wasserstoff, der eine Brennstoffzelle versorgt. Dabei wird der Wasserstoff aus dem Tank in die Brennstoffzelle geleitet. In einer chemischen Reaktion verbindet sich der Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Luft. Dadurch wird Strom erzeugt, der in die Batterien des Fahrzeugs fließt. Und die treiben den Elektromotor an. Aus dem Auspuff kommt reines Wasser. Christopher Hebling leitet beim Fraunhofer Institut für Solare Energie in Freiburg die Wasserstoffforschung. Er sieht Wasserstoff als eine wunderbare Quelle für den Großteil der Mobilität. Sein Traum? Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland, die das energiereiche Gas möglichst auch noch selbst erzeugen sollen. Und das mit erneuerbarer Energie wie hier durch Solarstrom. Ja, was Sie hier sehen, ist ein wahr gewordenes modernes Märchen. Wir spalten Wasser, normales Leitungswasser, mit Hilfe von Solarstrom, was wir mit unserer Photovoltaikanlage hier auf dem Dach selbst produzieren. Das heißt, der Vorteil ist, wir können hier vor Ort den Wasserstoff produzieren. Die Sonne ist der einzige Energieträger, den wir dazu brauchen, und normales Leitungswasser. Eine der weltweit größten Wasserstoffanlagen ging 2015 in Mainz in Betrieb.
In drei riesigen Behältern wird das Wasser elektrochemisch aufgespalten. Die sogenannte Elektrolyse benötigt enorm viel Energie. Ökologisch sinnvoll ist das ganze Verfahren nur mit grünem Strom. Allerdings mit 100 Tankfüllungen am Tag ist die hier erzeugte Menge relativ gering. Der Wasserstoff könnte dann mit solchen Trucks externe Tankstellen beliefern. Christopher Hebling hat eine Vision. Wasserstoff wird ein ganz zentrales Element unserer solaren oder erneuerbaren Energiewirtschaft sein. Es wird ein Bindeglied sein zwischen der Stromerzeugung und anderen Sektoren, insbesondere der Mobilität für Lkw, für Busse, für Pkw. Als wasserstoffbetriebene Pkw gibt es bisher nur jeweils ein Modell von Toyota und von Hyundai. Die Fahrzeuge mit Brennstoffzelle sind hundertprozentige Elektroautos. Noch sind sie selten auf deutschen Straßen, liegt der Kaufpreis doch zwischen 65 und 80.000 Euro. Und auch der Wasserstoff für die Brennstoffzelle ist nicht billig. Der einzige Nachteil, den ich noch sehe, sind die Kosten. Man kann sagen, dass man noch doch deutlich teurer ist in der Anschaffung. Die Kosten des Wasserstoffs selbst werden in absehbarer Zeit etwa gleich sein gegenüber den fossilen Energieträgern. 9,50 Euro ohne Steuern kostet derzeit ein Kilo Wasserstoff. Damit kommt ein Personenauto 100 Kilometer weit. Und wie sieht es mit den Tankstellen aus? Momentan gibt es in ganz Deutschland nur um die 20. In einigen Jahren sollen es zwar 400 sein, aber zum Vergleich. Wir haben in Deutschland 14.500 Benzintankstellen. Derzeit unterm Strich wenig Chancen fürs Wasserstoffauto. Aber immerhin, in München gibt es ein erstes Carsharing-Projekt mit wasserstoffgetriebenen Brennstoffzellenautos. Elektromobilitätsexperte und Buchautor Urbschat räumt der Batterie als Energiespeicher jedenfalls größere Chancen ein. Auch weil das Stromtanken zukünftig bequemer wird. Das Zauberwort heißt kontaktloses Laden, ähnlich wie bei der elektrischen Zahnbürste. In München hat er die Gelegenheit, diese Form des Ladens zu testen. Eine Induktionsspule ist am Fahrzeugboden angebracht. Mit der fährt man über eine Ladeplatte. Sobald das Auto richtig positioniert ist, lädt die Batterie. Die Entwickler sehen großes Potenzial. Aufladen, wo immer man gerade hält. Das kann im Parkhaus sein, beim Supermarkt oder gar im Stau. Solch eine Technik kostet allerdings viel Geld und braucht bis zur Marktreife noch einige Zeit. Elektroautofahrer Urbschat wäre schon zufrieden, wenn es genügend öffentliche Ladestationen gäbe. Eine Stichprobe in München bringt Trauriges zutage. Die angefahrene Ladestation funktioniert nicht. Da ist noch viel zu tun beim Thema Laden. Der Fokus muss zuerst sein auf dem Thema Schnellladeinfrastruktur und dann muss uns etwas einfallen in den City-Centern mit dem Thema Parken und Laden zusammen. Die Zahl der öffentlichen Ladestationen ist in vielen Städten noch überschaubar, ganz zu schweigen von Schnellladestationen. Die erst machen Langstreckenfahrten möglich. Zwar gibt es ein 300 Millionen Euro Förderprogramm des Verkehrsministeriums, aber auch noch viele offene Fragen. Wie bezahlt man? Wo stehen die Stationen? Warum nicht Ladestationen an bestehenden Benzintankstellen bauen? Und so stehen die Autofahrer der Elektromobilität unterm Strich noch skeptisch gegenüber. Da helfen auch die 4.000 Euro Kaufprämie für einen neuen Elektrowagen nicht. Sie versüßt die relativ teuren Autos nur sehr begrenzt. Wie also können Elektroautos attraktiver werden? Der Walldorfer Softwarekonzern SAP hat hierfür ein Programm entwickelt. Davon profitieren viele Mitarbeiter des Konzerns.
Sie können sich für ein Elektroauto als Firmenwagen entscheiden, so wie Daniel Schmidt. Er würde seinen Elektroflitzer nicht mehr gegen einen Benziner oder Diesel eintauschen. Schon seit 2 Jahren ist er elektrisch unterwegs. Seine Begeisterung hat auch andere angesteckt. Ich hatte über unsere Mitfahrlösung To Go einen Kollegen mitgenommen, regelmäßig. Und er fand es dann so spannend, bei mir im Elektroauto mitzufahren, dass er entschieden hat, selbst auch einen Firmenwagen rein elektrischer Art zu bestellen. Seit 2009 experimentiert SAP mit Elektroautos. Derzeit zählt das Softwareunternehmen insgesamt 500 als Firmenwagen. Markus Wagner leitet das Elektroauto-Projekt. Er erkundigt sich ständig, wie seine Kollegen mit den Fahrzeugen zurechtkommen. Die Elektromobilität ist mittlerweile Teil der Unternehmensstrategie. Unsere 25.000 Firmenfahrzeuge weltweit sind für 25% unserer CO2-Emissionen verantwortlich. Daher haben wir ein strategisches Ziel definiert von 5.000 Elektrofahrzeugen, die wir in die Flotte integrieren möchten. Bis 2020 soll dieses Ziel erreicht sein. Dabei können die Mitarbeiter aus einer Vielzahl von Modellen auswählen und zudem im Betrieb ihr Fahrzeug kostenlos laden. Ein weiteres Beispiel für innovative Konzernstrategie gibt es bei der Deutschen Post. Sie hat bei der Technischen Hochschule in Aachen ein ganz besonderes Elektropaketfahrzeug entwickeln lassen, den Street Scooter. Heute baut ihn das Unternehmen selbst. Paketzustellerin Nina Henke war eine der ersten, die die neue Art des Fahrens ausprobieren konnte. Sie und ihre Kollegen in Taunusstein sind sehr zufrieden und fahren die elektrischen Paketautos gerne. Die Kunden wundern sich halt klar immer, sagen immer, ich höre ja gar nichts, wie toll und wie leise. Und die gehen immer ums Auto rum, fragen, was ist das für eine Marke, wie schnell fährt das, kann ich mir das selber auch kaufen und wollen halt auch unter die Motorhaube schauen. Ab 2017 sollen 10.000 Street-Scooter im Jahr gebaut werden. Die Post überlegt sogar, auch Fahrzeuge für andere Bereiche, zum Beispiel für Handwerker, anzubieten. Die Fahreigenschaften der E-Autos werden von vielen Kunden gelobt. Aber rechnen sich die Stromer für die breite Masse der Otto-Normal-Autofahrer und letztlich auch für die Umwelt? Zurück zum Heidelberger IFOI-Institut. Dort geht man auch solchen Fragen nach. Aus Umweltsicht räumt Projektleiter Hinrich Helms dem Elektroauto langfristig gute Chancen ein. Das IFOI entwickelt gerade zusammen mit dem ADAC eine App, die es im Internet bereits als Vorabversion gibt. Der offizielle Start ist im nächsten Jahr. Die App zeichnet alle Strecken auf, die man mit seinem konventionellen Fahrzeug am Tag fährt. Das Ganze funktioniert so, dass ich einfach eine neue Fahrt starte und ich kriege dann hier GPS-Signal und ich kriege dann auch während der Fahrt schon angezeigt, wie meine Geschwindigkeit ist, wie meine Restreichweite ist, wie viele Kilometer ich bereits gefahren bin. Zu Hause werden die Daten vom Handy auf den Computer übertragen. Hinrich Helms wertet seine aufgezeichneten Strecken aus. Diese Wege kann er dann auch virtuell mit anderen E-Modellen fahren und sie miteinander vergleichen. Ich sehe dann auch für die anderen Fahrzeuge jetzt exemplarisch, ob die Reichweite des Fahrzeugs für diese Strecke gereicht hätte, wie meine Vollkosten pro Kilometer sind oder auch wie die Umweltbilanz gegenüber dem Fahrzeug ist, was ich derzeit gerade fahre. Ganz besonders gut fahre ich, wenn ich zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf mein Garagendach montiere. Dann kann ich mir wirklich die erneuerbare Energie auch persönlich für mein Fahrzeug zurechnen. Und dann habe ich wirklich eine ganz große CO2-Ersparnis von ungefähr 73%, die ich gegenüber meinem bisherigen Fahrzeug erreichen kann. Eine App, die zeigt, welches Elektroauto zu einem passt und ob sich der Kauf lohnt. Aber ist es überhaupt sinnvoll, alle 45 Millionen Fahrzeuge in Deutschland durch Elektroautos zu ersetzen?
Das Elektroauto alleine wird uns da nicht helfen, indem wir nur die alten Fahrzeuge 1:1 durch das Elektroauto ersetzen. Wir müssen hier auf ein Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsmittel setzen. Dazu zählt auch der öffentliche Verkehr. Hierzu kann Carsharing zählen. Aber auch Elektroroller könnten eine Alternative sein. Ebenso wie Elektrofahrräder. Hier ist die Millionengrenze schon lange überschritten und sie werden in allen Altersschichten immer beliebter. Überhaupt, es gibt mittlerweile die außergewöhnlichsten Modelle für alle Lebenslagen, bis hin zum leistungsstarken E-Motorrad. All diese Fahrzeuge haben aber eins gemeinsam: Sie sind noch relativ teuer. Die 4.000 € Prämie ist bisher ein Flop. Für Michael Valentin Urbscher ist das nicht verwunderlich. Nur 4.000 € Kaufprämie oder wenige Ladesäulen am Straßenrand werden es sicherlich nicht tun. Ein massives Anreizprogramm muss flächendeckend Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, die Leute durch kostenlosen Strom oder deutlich höhere Kaufprämien dazu bewegen, den Schwenk endlich von konventionell auf elektrische Autos hinzukriegen. Ihre Ankündigungen wird die Autoindustrie umsetzen müssen. Die EU senkt in den nächsten Jahren den zulässigen CO2-Ausstoß stufenweise ab. Anforderungen, die für Diesel oder Benziner einen sehr hohen Aufwand bedeuten. Elektrofahrzeuge scheinen da langfristig der einzig sinnvolle Weg. Die Infrastruktur des Stromnetzes ist schon vorhanden. Der Anteil der erneuerbaren Energien steigt ständig und die Ladeinfrastruktur wird ausgebaut. Ich glaube, die deutsche Automobilindustrie begreift langsam, dass das morgen anders sein wird als das heute und das gestern. Aber man tut sich noch schwer aus der Denke, aus den Strukturen, die halt über Jahrzehnte gewachsen sind. Die Zeit spielt sicherlich für das Elektroauto. Wir kriegen deutlich höhere Anteile erneuerbarer Energien im Stromsektor. Und damit werden wir sicherlich langfristig die Verbrenner auch abhängen. In 10 Jahren, in 15 Jahren werden unsere Kinder drüber lachen, wenn wir noch Benzin- und Dieselmotoren getrieben fahren und sagen, was sind denn das für Rappelkisten? Dann fährt man, glaube ich, fast nur noch elektrisch. Nicht nur bei den Klimazielen kann das Elektroauto helfen, sondern auch bei der Luftqualität in den Städten. Ganz zu schweigen vom Motorenlärm, der sich deutlich vermindern würde. Unbedingt notwendig für einen Massenverkehr ist aber auch der Ausbau der Stromverteilnetze. Nur wenn genügend elektrische Energie zur Verfügung steht, wird Deutschland zum Elektroautoland. Hier arbeitet ein internationales Team von 150 Wissenschaftlern an innovativen elektrochemischen Energiespeichern. Das Ziel der Forschung? Noch leistungsfähigere Batteriezellen. Sie sind das Herz einer jeden Batterie. Die Zellen sollen lange halten und preisgünstiger werden. Die Batterieforschung wird geleitet von Professor Martin Winter. Er hat rasante Entwicklungen erlebt. Im Jahr 2005 wurde festgestellt, dass wir da einen großen Nachholbedarf haben. Und von der Aufholaktion, die damals initiiert wurde, profitieren wir noch heute. Wir können sagen, dass wir seitdem international konkurrenzfähig sind und mit in der ersten Liga spielen. Forschung spitze. Aber wenn es in die Praxis geht, sprich Batteriezellenproduktion, da hat Deutschland mittlerweile nicht mehr viel aufzuweisen. Derzeit sind alle großen Produzenten von Elektroautos abhängig von Zellproduktion, die in Fernasien ist, also in Korea, in Japan, neuerdings auch in China. Letztendlich ist es so, ein Monopol in einer bestimmten Technologie ist immer ungünstig für den, der von diesem Monopol einseitig abhängig ist. Und das sind derzeit die deutschen Automobilfirmen.
Ohne die wertvollen Energiespeicher geht es nicht. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, führt offenbar kein Weg an Panasonic, Samsung und Co. vorbei. Ihre Kampfpreise beherrschen den Batteriezellenmarkt. Die Schlüsseltechnologie des Batterieantriebs, das ist das Thema Batteriezellen. Ich denke mir, dass in Zukunft dieses Thema stark an Brisanz gewinnt. Insbesondere, wenn es nachher darum geht, wo werden zukünftige Elektroautofabriken aufgebaut. Viele Milliarden müssten die deutschen Autokonzerne in die Hand nehmen, um eigene Batteriefabriken zu bauen. Doch es ist ein Eiertanz, der bisher über Absichtserklärungen der Konzernchefs nicht hinausgeht. Dabei verspricht die Batteriezellenforschung nach den Riesenfortschritten der vergangenen 10 Jahre im nächsten Jahrzehnt weitere Meilensteine. Bei den Ladezeiten, aber auch beim Thema Reichweite und Kosten. Bei den beiden Themen Reichweite und Kosten der Batterie habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass wir es innerhalb der nächsten 10 Jahre gut in den Griff bekommen. Also 2025 glaube ich, dass wir 500 Kilometer Reichweite haben und auch die Kosten auf unter 100 Euro pro Kilowattstunde, also sagen wir mal, rund 100 Euro, vielleicht sogar weniger, auf Zell-Level hinbekommen werden. Da bin ich sehr optimistisch. Bei diesem Elektroauto und normales Leitungswasser. Eine der weltweit größten Wasserstoffanlagen ging 2015 in Mainz in Betrieb. In 3 riesigen Behältern wird das Wasser elektrochemisch aufgespalten. Die sogenannte Elektrolyse benötigt enorm viel Energie. Ökologisch sinnvoll ist das ganze Verfahren nur mit grünem Strom. Allerdings mit 100 Tankfüllungen am Tag ist die hier erzeugte Menge relativ gering. Der Wasserstoff könnte dann mit solchen Trucks externe Tankstellen beliefern. Christopher Hebling hat eine Vision. Wasserstoff wird ein ganz zentrales Element unserer solaren oder erneuerbaren Energiewirtschaft sein. Es wird ein Bindeglied sein zwischen der Stromerzeugung und anderen Sektoren, insbesondere der Mobilität für Lkw, für Busse, für Pkw. Als wasserstoffbetriebene Pkw gibt es bisher nur jeweils ein Modell von Toyota und von Hyundai. Die Fahrzeuge mit Brennstoffzelle sind hundertprozentige Elektroautos. Noch sind sie selten auf deutschen Straßen, liegt der Kaufpreis doch zwischen 65 und 80.000 Euro. Und auch der Wasserstoff für die Brennstoffzelle ist nicht billig. Der einzige Nachteil, den ich noch sehe, sind die Kosten. Man kann sagen, dass man noch deutlich teurer ist in der Anschaffung. Die Kosten des Wasserstoffs selbst werden in absehbarer Zeit etwa gleich sein gegenüber den fossilen Energieträgern. 9,50 Euro ohne Steuern kostet derzeit 1 Kilo Wasserstoff. Damit kommt ein Personenauto 100 Kilometer weit. Und wie sieht es mit den Tankstellen aus? Momentan gibt es in ganz Deutschland nur um die 20. In einigen Jahren sollen es zwar 400 sein, aber zum Vergleich. Wir haben in Deutschland 14.500 Benzintankstellen. Derzeit unterm Strich wenig Chancen fürs Wasserstoffauto. Aber immerhin, in München gibt es ein erstes Carsharing-Projekt mit wasserstoffgetriebenen Brennstoffzellenautos. Elektromobilitätsexperte und Buchautor Urbschat räumt der Batterie als Energiespeicher jedenfalls größere Chancen ein. Auch weil das Stromtanken zukünftig bequemer wird. Das Zauberwort heißt kontaktloses Laden, ähnlich wie bei der elektrischen Zahnbürste. In München hat er die Gelegenheit, diese Form des Ladens zu testen. Eine Induktionsspule ist am Fahrzeugboden angebracht. Mit der fährt man über eine Ladeplatte. 43% der Weltjahresförderung an Nickel. 383%, also fast das Vierfache der heutigen Jahresproduktion Lithium. Und 35% der Jahresproduktion an Kobalt. Und das, wie gesagt, bei nur 10 Millionen Elektroautos. In Deutschland sind aber 45 Millionen Fahrzeuge unterwegs. Solange die Nachfrage nicht explosionsartig steigt,
halten Experten das Rohstoffproblem für lösbar. Hier bietet sich sicherlich das Recycling an. Das wird sicherlich in Zukunft sehr viel wichtiger werden, Materialien im Kreislauf zu führen, sie hier in Deutschland oder Europa zu halten und immer wieder neu einsetzen zu können in den Fahrzeugen. Doch dass sich von heute auf morgen jeder ein E-Auto kauft, damit rechnet noch nicht einmal Michael Valentin Obschat. Der Münchner ist ein absoluter Befürworter der Elektromobilität. Von Beruf Ingenieur hat er 10 Jahre bei BMW gearbeitet. Heute berät Obschat führende Automobilhersteller bei der Ausgestaltung der Technologiewende. Er ist gerade unterwegs zu einer Lesung, denn er hat einen Roman geschrieben. Es geht um Elektromobilität und die Automobilindustrie. Eine brisante Geschichte. Zu brisant für ein reines Sachbuch. Naja, wir wollten die Energiewende im Straßenverkehr endlich in Schwung bringen. Und da war die Frage, wie bringen wir die Leute einfach zu motiviert, dieses mit uns voranzutreiben. Und dachten erst an ein Sachbuch, sind aber dann auf die Idee gekommen, was lesen die Leute viel lieber, ein Roman oder Thriller. In seinem Buch vertritt Urbschat die These, dass man im Verkehrssektor ganz einfach 25% CO2 einsparen kann. Dazu müsste nur jeder Zweitwagen in Deutschland durch ein Elektroauto ersetzt werden. Durchgespielt hat er das am Beispiel München. Es gibt tatsächlich in München selber 150.000 Haushalte, so wie Sie sie hier gerade sehen, die 2 Autos vor der Tür haben und mindestens eine Garage oder einen Stellplatz und den oft mit Stromanschluss. Das heißt, wenn diese 150.000 in München und nochmal 150.000 außerhalb von München umstellen würden, ihre Zweitwagen auf Elektro, dann hätten wir eigentlich für die nächsten 15 Jahre alle unsere CO2-Ziele problemlos erfüllt. Obschat fährt noch einen BMW i3 der ersten Generation. Die Entwicklung geht weiter. Für sein Modell gibt es jetzt bessere Batterien. 300 Kilometer Reichweite sollen so möglich sein. Nahezu eine Verdopplung. Die Batterie ist also ein Schlüsselelement. Das Forschungszentrum MEET in Münster. Hier arbeitet ein internationales Team von 150 Wissenschaftlern an innovativen elektrochemischen Energiespeichern. Das sind 100%ige Elektroautos. Noch sind sie selten auf deutschen Straßen, liegt der Kaufpreis doch zwischen 65 und 80.000 Euro. Und auch der Wasserstoff für die Brennstoffzelle ist nicht billig. Der einzige Nachteil, den ich noch sehe, sind die Kosten. Man kann sagen, dass man noch deutlich teurer ist in der Anschaffung. Die Kosten des Wasserstoffs selbst werden in absehbarer Zeit etwa gleich sein gegenüber den fossilen Energieträgern. 9,50 Euro ohne Steuern kostet derzeit 1 Kilo Wasserstoff. Damit kommt ein Personenauto 100 Kilometer weit. Und wie sieht es mit den Tankstellen aus? Momentan gibt es in ganz Deutschland nur um die 20. In einigen Jahren sollen es zwar 400 sein, aber zum Vergleich. Wir haben in Deutschland 14.500 Benzintankstellen. Derzeit unterm Strich wenig Chancen fürs Wasserstoffauto. Aber immerhin, in München gibt es ein erstes Carsharing-Projekt mit wasserstoffgetriebenen Brennstoffzellenautos. Elektromobilitätsexperte und Buchautor Obschat räumt der Batterie als Energiespeicher jedenfalls größere Chancen ein. Auch weil das Stromtanken zukünftig bequemer wird. Das Zauberwort heißt kontaktloses Laden, ähnlich wie bei der elektrischen Zahnbürste. In München hat er die Gelegenheit, diese Form des Ladens zu testen. Eine Induktionsspule ist am Fahrzeugboden angebracht. Mit der fährt man über eine Ladeplatte. Sobald das Auto richtig positioniert ist, lädt die Batterie. Die Entwickler sehen großes Potenzial. Aufladen, wo immer man gerade hält. Das kann im Parkhaus sein, beim Supermarkt oder gar im Stau. Solch eine Technik kostet allerdings viel Geld und braucht bis zur Marktreife noch einige Zeit. Elektroautofahrer Obschat wäre schon zufrieden, wenn es genügend öffentliche Ladestationen gäbe. Eine Stichprobe in München bringt Trauriges zutage.
Die angefahrene Ladestation funktioniert nicht. Da ist noch viel zu tun beim Thema Laden. Der Fokus muss zuerst sein auf dem Thema Schnellladeinfrastruktur und dann muss uns etwas einfallen in den City-Centern mit dem Thema Parken und Laden zusammen. Die Zahl der öffentlichen Ladestationen ist in vielen Städten noch überschaubar, ganz zu schweigen von Schnellladestationen. Die erst machen Langstreckenfahrten möglich. Und damit ist eben auch die Klimabilanz eines Elektrofahrzeugs nicht unbedingt umweltfreundlich. Derzeit werden in Deutschland erst knapp 30% des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt. Für ein Elektroauto mit durchschnittlichem Verbrauch und 15.000 Kilometern Laufleistung im Jahr werden rund 3 Quadratmeter Photovoltaikfläche benötigt. Doch immerhin, der Anteil an erneuerbarer Energie steigt. Wir haben die Energiewende, die schreitet immer weiter voran. Wir kriegen immer höhere Anteile erneuerbarer Energien im Strommix. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass in der Zukunft, in 10 bis 15 Jahren, dann auch die Umweltbilanz, die Klimabilanz des Elektrofahrzeugs deutlich besser sein wird als bei konventionellen Verbrennungsfahrzeugen. Nächster Umweltaspekt, die Produktion. Wie viel Rohstoffe verbraucht ein Elektroauto? Ein solches Fahrzeug hat einen oder mehrere Elektromotoren und jede Menge Batterien. Dazu braucht man Kupfer, Nickel, Kobalt, Lithium, auch seltene Erden und viele andere Rohstoffe. Das Problem sind die Mengen. Angenommen, 10 Millionen Fahrzeuge würden produziert. Dafür wären unter anderem notwendig 43% der Weltjahresförderung an Nickel. 383%, also fast das Vierfache der heutigen Jahresproduktion Lithium. Und 35% der Jahresproduktion an Kobalt. Und das, wie gesagt, bei nur 10 Millionen Elektroautos. In Deutschland sind aber 45 Millionen Fahrzeuge unterwegs. Solange die Nachfrage nicht explosionsartig steigt, halten Experten das Rohstoffproblem für lösbar. Hier bietet sich sicherlich das Recycling an. Das wird sicherlich in Zukunft sehr viel wichtiger werden, Materialien im Kreislauf zu führen, sie hier in Deutschland oder Europa zu halten und immer wieder neu einsetzen zu können in den Fahrzeugen. Doch dass sich von heute auf morgen jeder ein E-Auto kauft, damit rechnet noch nicht einmal Michael Valentin Obschat. Der Münchner ist ein absoluter Befürworter der Elektromobilität. Von Beruf Ingenieur hat er 10 Jahre bei BMW gearbeitet. Heute berät Obschat führende Automobilhersteller bei der Ausgestaltung der Technologiewende. Er ist gerade unterwegs zu einer Lesung, denn er hat einen Roman geschrieben. Es geht um Elektromobilität und die Automobilindustrie. Eine brisante Geschichte. Zu brisant für ein reines Sachbuch. Naja, wir wollten die Energiewende im Straßenverkehr endlich in Schwung bringen. Und da war die Frage, wie bringen wir die Leute einfach zu motiviert, dieses mit uns voranzutreiben, und dachten erst an ein Sachbuch, sind aber dann auf die Idee gekommen, was lesen die Leute viel lieber, ein Roman oder Thriller. In seinem Buch vertritt Urbschat die These, dass man in Jahren ist er elektrisch unterwegs. Seine Begeisterung hat auch andere angesteckt. Ich hatte über unsere Mitfahrlösung To Go einen Kollegen mitgenommen, regelmäßig. Und er fand es dann so spannend, bei mir im Elektroauto mitzufahren, dass er entschieden hat, selbst auch einen Firmenwagen rein elektrischer Art zu bestellen. Seit 2009 experimentiert SAP mit Elektroautos. Derzeit zählt das Softwareunternehmen insgesamt 500 als Firmenwagen. Markus Wagner leitet das Elektroauto-Projekt. Er erkundigt sich ständig, wie seine Kollegen mit den Fahrzeugen zurechtkommen. Die Elektromobilität ist mittlerweile Teil der Unternehmensstrategie. Unsere 25.000 Firmenfahrzeuge weltweit sind für 25% unserer CO2-Emissionen verantwortlich. Daher haben wir ein strategisches Ziel definiert von 5.000 Elektrofahrzeugen, die wir in die Flotte integrieren möchten. Bis 2020 soll dieses Ziel erreicht sein. Dabei können die Mitarbeiter aus einer Vielzahl von Modellen auswählen und zudem im Betrieb ihr Fahrzeug kostenlos laden. Ein weiteres Beispiel für innovative Konzernstrategie gibt es bei der Deutschen Post. Sie hat bei der Technischen Hochschule in Aachen ein ganz besonderes Elektropaketfahrzeug entwickeln lassen, den Street Scooter.
Heute baut ihn das Unternehmen selbst. Paketzustellerin Nina Henke war eine der ersten, die die neue Art des Fahrens ausprobieren konnte. Sie und ihre Kollegen in Taunusstein sind sehr zufrieden und fahren die elektrischen Paketautos gerne. Die Kunden wundern sich halt klar immer, sagen immer, ich höre ja gar nichts, wie toll und wie leise. Und die gehen immer ums Auto rum, fragen, was ist das für eine Marke, wie schnell fährt das, kann ich mir das selber auch kaufen und wollen halt auch unter die Motorhaube schauen. Ab 2017 sollen 10.000 Street-Scooter im Jahr gebaut werden. Die Post überlegt sogar, auch Fahrzeuge für andere Bereiche, zum Beispiel für Handwerker, anzubieten. Die Fahreigenschaften der E-Autos werden von vielen Kunden gelobt. Aber rechnen sich die Stromer für die breite Masse der Otto-Normal-Autofahrer und letztlich auch für die Umwelt? Zurück zum Heidelberger IFOI-Institut. Dort geht man auch solchen Fragen nach. Aus Umweltsicht räumt Projektleiter Hinrich Helms dem Elektroauto langfristig gute Chancen ein. Das IFOI entwickelt gerade zusammen mit dem ADAC eine App, die es im Internet bereits als Vorabwerk. Bei den Klimaauswirkungen ist ein Elektrofahrzeug heute etwa gleichauf mit einem sehr sparsamen Diesel. Also weit weg von Null-Emissionen. Per se umweltfreundlich ist es sicherlich nicht. Das hängt ganz stark davon ab, welchen Strom Sie das Auto zum Laden verwenden. In Deutschland haben wir heute eben noch deutlich über 40% Kohlestrom. Und damit ist eben auch die Klimabilanz eines Elektrofahrzeugs nicht unbedingt umweltfreundlich. Derzeit werden in Deutschland erst knapp 30% des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt. Für ein Elektroauto mit durchschnittlichem Verbrauch und 15.000 Kilometern Laufleistung im Jahr werden rund 3 Quadratmeter Photovoltaikfläche benötigt. Doch immerhin, der Anteil an erneuerbarer Energie steigt. Wir haben die Energiewende, die schreitet immer weiter voran. Wir kriegen immer höhere Anteile erneuerbarer Energien im Strommix. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass in der Zukunft, in 10 bis 15 Jahren, dann auch die Umweltbilanz, die Klimabilanz des Elektrofahrzeugs deutlich besser sein wird als bei konventionellen Verbrennungsfahrzeugen. Nächster Umweltaspekt, die Produktion. Wie viel Rohstoffe verbraucht ein Elektroauto? Ein solches Fahrzeug hat einen oder mehrere Elektromotoren und jede Menge Batterien. Dazu braucht man Kupfer, Nickel, Kobalt, Lithium, auch seltene Erden und viele andere Rohstoffe. Das Problem sind die Mengen. Angenommen, 10 Millionen Fahrzeuge würden produziert. Dafür wären unter anderem notwendig 43% der Weltjahresförderung an Nickel. 383%, also fast das Vierfache der heutigen Jahresproduktion Lithium. Und 35% der Jahresproduktion an Kobalt. Und das, wie gesagt, bei nur 10 Millionen Elektroautos. In Deutschland sind aber 45 Millionen Fahrzeuge unterwegs. Solange die Nachfrage nicht explosionsartig steigt, halten Experten das Rohstoffproblem für lösbar. Hier bietet sich sicherlich das Recycling an. Das wird sicherlich in Zukunft sehr viel wichtiger werden, Materialien im Kreislauf zu führen, sie hier in Deutschland oder Europa zu halten und immer wieder neu einsetzen zu können in den Fahrzeugen. Doch dass sich von heute auf morgen jeder ein E-Auto kauft, damit rechnet noch nicht einmal Michael Valentin Obschat. Der Münchner ist ein absoluter Befürworter der Elektromobilität. Von Beruf Ingenieur hat er 10 Jahre bei BMW gearbeitet. Heute berät Obschat führende Automobilhersteller bei der Ausgestaltung der Technologiewende. Er ist gerade unterwegs zu einer Lesung, denn er hat einen Roman geschrieben. Es geht um Elektromobilität und die Automobilindustrie. Eine brisante Geschichte. Zu brisant,